Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. U ovu video lekciju čitat ću vam deo iz moje najnovije knjige u kojoj sam jednu rečenicu iz prezenta prebacivala u tri glagolska vremena uvijek istim redom. Dakle, ide prvo rečenica u prezentu, pa onda ide rečenica u perfektu, pa onda u futuru, pa onda u preteri. Pročitat ću sada ne znam tačno koji broj, dakle klik će trajati otprilike nekih sat vremena. U svakom slučaju, ako želite da kupite ovu moju knjigu, možete je kupiti na sajtu Gumroad, link se nalazi u opisu ispod videa, ili mi pišite na adresu, email adresu jelanaspel@gmail.com. E sad ću ja da vam pročitam neke od tih rečenica i da naravno neću samo da ih čitam, već ćemo malo i analizirati šta je to perfekat, šta je futur, šta je preterit, dakle šta je karakteristično za ta glagolska vremena. Krećemo od prezenta. Ich gehe langsam nach Hause. Polako idem kući. Ich gehe langsam nach Hause. Dakle, glagol gehen je u pitanju. Išao sam polako kući, perfekat. Ich bin langsam nach Hause gegangen. Ići ću polako kući. Ich werde langsam nach Hause gehen. I išao sam polako kući. Ich ging langsam nach Hause. Dakle, glagol gehen je glagol kretanja. Ich gehe nach Hause. Vi naravno, osim što učite glagolska vremena, u ovim rečenicama učite vokabular, učite i gramatiku, onu ostalu gramatiku pored glagolskih vremena. Recimo učimo da kad kažemo idemo kući, kažemo nach Hause. Dakle, predlog nach. Ok, dakle, kao što rekao, glagol gehen je glagol kretanja. U perfektu nam je potreban glagol sein kao pomoćni glagol. Ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen. Ich bin langsam nach Hause gegangen. Polako sam išao. Futur. Ich werde gehen. Ich werde langsam nach Hause gehen. Dakle, bitno je da usvojite taj red reči ich bin. Znači, stavimo pomoćni glagol, pa sve što imamo između i tek glagol na kraju. Ich bin, ne možemo reći ich bin gegangen langsam nach Hause. Ne, znači išao sam, nego ich bin langsam nach Hause mit Marco gegangen. Znači, glagol na kraju. To važi za perfekat, to važi za futur. Ich werde, ja ću, langsam nach Hause gehen. Polako ka kući ići. Kad je u pitanju preterit, dakle glagol gehen, nepravilan, kao što vidimo, znači njegova osnova za preterit je ging. Ich ging, du gingst, er ging nach Hause. Što se tiče preterita, za njega je karakteristično da su prvo i treće lice jednine imaju isti oblik. Dakle, ging, ich ging i er ging. Išao, otišao, ging. Gehen, gegangen, ging. To je što treba da znamo za glagol gehen i da u perfektu koristimo bin, odnosno glagol sein kao pomoćni glagol. Idemo na sljedeću. Ovdje je sada pitanje. Warum kommst du nicht mit? Zašto i ti ne ideš, ne pođeš? Dakle, mit kommen je glagol. Nije samo kome, nego mit kome. Warum kommst du nicht mit? Zašto i ti ne pođeš? E sad, u svakom slučaju je mit kommen, u osnovi je glagol kommen, koji je kao glagol gehen, glagol kretanja. Dakle, opet nam treba glagol sein kao pomoćni glagol u perfektu. Dakle, prepisujemo warum. Drugo mesto, umjesto glavnog, sad ide pomoćni. Znači, warum bist du nicht i glagol u perfektu, dakle particip 2 će glasiti mit gekommen. Dakle, kad su u pitanju glagoli sa razvojnim prefiksom, ge se ubacuje između prefiksa i glagola. Warum bist du nicht mit gekommen? Zašto nisi s nama pošao? Zašto nećeš poći? Warum wirst du nicht mit kommen? Sad ide ceo glagol, znači bez ikakvih dodataka u infinitivu. Mit kommen. Ne razdvaja se. Warum wirst du nicht mit kommen?
E sad na kraju preterit, dakle varum kamsdu nicht mit. U preteritu kao i u prezentu, dakle rekli smo da je njima osnovno ono što je zajedničko jeste su prosta glagolska vremena, nemaju pomoćne glagole. I kao što vidite i u prezentu i u preteritu glagoli sa razvojnim prefiksima se razdvajaju. Dakle, warum kommst du nicht mit, mit na kraju, prefiks. Warum kamst du nicht mit, zašto nisi pošao. Dakle, prvo to moramo da znamo, da ćemo glagol sa razvojnim prefiksom razdvojiti. I naravno oblik za glagol kommen u preteritu. Ich kam, du kamst, er kam. Warum kamst du nicht mit? Opet, da ponovim, dakle, ova rečenica warum bist du nicht mitgekommen i warum kamst du nicht mit su se isto prevode zašto nisi pošao i ti. Next. Der Hund läuft ins Wohnzimmer. Pas utrčava u dnevnu sobu. Läuft. Pazite, ovo je glagol laufen. Ich laufe, du läufst. Er läuft. Dakle, nije prevelani glagol. Der Hund läuft. De utrčava ins Wohnzimmer. Znači, akuzativ. Glagol kretanja. Er läuft ins Wohnzimmer. In das, odnosno ins Wohnzimmer. Dakle, laufen kao i kommen, kao i gehen. Glagol i kretanja. U perfektu nam opet treba glagol biti. Sada ovdje imamo treće lice. Znači, imali smo bist, sad imamo ist. Der Hund ist ins Wohnzimmer gelaufen. Laufen, gelaufen. Der Hund ist ins Wohnzimmer gelaufen. Der Hund wird ins Wohnzimmer laufen. Futur, utrčat će u dnevnu sobu. I der Hund lief ins Wohnzimmer. Neprirodan glagol, dakle moramo da naučimo taj oblik kao kommen, kam. Laufen, lief. Der Hund läuft. Der Hund lief. To su präsent i präterit. Perfekat. Ist gelaufen, futur wird i obično infinitiv laufen. Dakle, glagol laufen. Dakle, knjiga izgleda ovako. Ovo je uvod, strana 1. Kako se koristi prezent i grad i prezent, perfekat, futur i preterit. I onda su primjeri. Dakle, prvo su primjeri samo u prezentu sa prevodom. Tih rečenica ima 900. A poslije toga svih tih 900 rečenica sam stavila, kao što sam već rekla, u tri glagolska vremena. Sada ćemo pokazati samo A. Recimo 471, ich ziehe mich gleich an. Odmah se oblačim i habe mich gleich angezogen, odmah sam se obukao, dakle druga je u perfektu, onda je u futuru, pa je onda u preteritu. Dakle, tako izgleda knjiga i ima ukupno, sad ćemo vidjeti koliko strana, 230 strana sa ovakvim rečenicama, vrlo korisna za sve vas. Ako ste početnici, recimo, ja onda predlažim da čitate prvu i drugu rečenicu, dakle prezent i perfekt, a onda već možete futur i preterit kada već, kada savladate ova dva glagolska vremena. Kako možete da vežbate uz pomoć ove knjige? Pa tako što kad prođete kroz sve te rečenice, sva četiri glagolska vremena, uvijek možete recimo se vratiti na ove koje su samo u prezentu. Možete recimo da iskopirate, ja tako predlažem ovim đacima, uzmete ovako, pa iskopirate nekih 20-ak, prebacite u Word dokument i izbrišete nemački prevod, dakle ostane vam samo na srpskom i onda probate sami da prevedete te rečenice, onda naravno proverite da li ste dobro preveli, a onda i probate da isto tu rečenicu prebacite u perfekat, recimo der Hund schläft in der Ecke, pa spava u ćošku, der Hund hat in der Ecke geschlafen, spava u ćošku i tako dalje. Dakle, možete na različite načine da vežbate nemački, samo ako imate vremena i ako želite. Sie isst nur Obst und Gemüse. Ona jede samo voće i povrće. Ovo nije sie isst, ona je, jedno s, nego dva s od glagola essen. Znači, ich esse nur Obst und Gemüse, sie isst nur Obst und Gemüse.
E sad, kad je perfekat u pitanju, dakle više nam ne treba glagol sein kao pomoćni glagol, znači nije laufen, kommen, gehen, nije glagol kretanja, nego je essen. Sa essen nam treba haben. Sie hat nur Obst und Gemüse gegessen. Essen gegessen. Sie wird nur Obst und Gemüse essen. Ona će jesti samo Obst und Gemüse. I pazite na ovaj oblik as. Ich, as, du, as, si, as, nur Obst und Gemüse. Ona je jela samo voće povrće. Dakle, essen, sie ist, sie, as. Nepravilan glagol. Dakle, u preteritu karakterističan oblik essen, as. Idemo next time. Ich gebe. Glagol geben. Ich gebe dem Kellner das Trinkgeld. Dakle, dajem ovom kelneru, konobaru, Trinkgeld. Dakle, dajem mu bakšiš. Trinkgeld. Glagol geben. U perfektu. Ich habe. Znači, ne treba nam sein, nije glagol kretanja. Ich habe dem Kellner das Trinkgeld gegeben. Opet vam da vam obratim pažnju na redosled. Dakle, ne možemo ich habe gegeben, nego ich habe dem Kellner das Trinkgeld gegeben. Također i ovdje možete da obratite pažnju na ovaj glagol geben koji ima dva objekta. Jedan u dativu, jedan u akuzativu. Kome dajem? Dativ, muški rod. Dem Kellner. A šta dajem? Akuzativ, das Geld, das Trinkgeld. Znači, ich habe dem Kellner, da je kelnerin bilo u pitanju, da je konobarica, bilo bi ovdje slovo R. Dobro, futur. Ich werde dem Kellner das Trinkgeld geben, daću mu novac, i gab dem Kellner das Trinkgeld, dao sam mu novac, dakle, od glagola geben preterit je gab. Ich gab, du gabst, er gab. Gab, kao as, gab. Od essen, as, od geben, gab. Znači, ich gebe, ich habe gegeben, ich werde geben, ich gab. Sie hat, evo glagola, sie hat das Recht zu schweigen. Ona ima pravo da ćuti. Sie hat das Recht zu schweigen. Glagol haben smo imali na početku. Znači, u perfektu sie hat das Recht zu schweigen gehabt. Sie wird das Recht zu schweigen haben. Imaće pravo da ćuti. I sie hatte das Recht zu schweigen. Sie hat gehabt. Sie wird haben. Sie hatte. Idemo nächste. Es wird wieder regnerisch. Evo baš kao i danas pada kiša. Es wird. Ovdje je glagol werden kao glavni glagol. Dakle, ne kao pomoćni glagol za futur, nego glavni glagol i on znači postati. Es wird postaje opet kišovito. Opet će biti kišovito. Dobro. Es wird wieder regnerisch. Glagol werden u perfektu se menja sa glagolom sein kao pomoćnim glagolom. Es ist wieder regnerisch geworden. Werden geworden. Es wird wieder regnerisch werden. Opet će biti kišovito. Es wurde wieder regnerisch. Opet je bilo kišovito. Dakle, werden kao postati. Es ist regnerisch geworden, postalo je kišovito, es wird regnerisch werden, postaće, i es wurde, postalo je. Znači, to je glagol werden. Ich finde ein paar euro auf der Straße, na ulici, dati die Straße, auf der Straße. Glagol finden. Ich habe ein paar euro auf der Straße gefunden. Gefunden. Ich werde ein paar Euro auf der Straße finden.
Ich fand ein paar Euro auf der Straße. Znači glagol finden, znači ich finde, ich habe gefunden, ich werde finden, ich fand, našao sam, ich fand. Wir sitzen, e sad ovdje imamo dva glagola, znači wir sitzen und beobachten die großen Wellen. Mi sedimo i posmatramo velike talase. Wir sitzen, wir beobachten die großen Wellen. Mi smo sedeli, znači pomoćni glagol haben. Wir haben gesessen. Wir haben gesessen. Samo ovaj glagol nam treba ovdje na kraju. Wir haben gesessen und die großen Wellen beobachtet. Dakle, sitzen je neprimjeran glagol, vidite kako mu glasi particip gesessen. Beobachten, samo smo dodali to, beobachtet. Wir haben gesessen und die großen Wellen beobachtet. Wir werden sitzen und die großen Wellen beobachten. Wir saßen und wir beobachteten die großen Wellen. Dakle, glagol sitzen, ich habe gesessen, ich werde sitzen, ich saß, odnosno saßen, wir saßen. Neprimjereni glagol. Sitzen, gesessen, saßen. Die Sterne leuchten. Zvezde sijeju. Die Sterne leuchten. Die Sterne haben geleuchtet. Die Sterne werden leuchten. Die Sterne leuchteten. Dakle, ovo je, da kažemo, najprostiji primjer. Pravilan glagol, znači sie leuchten. Sie haben geleuchtet. Sie werden leuchten. Und sie leuchteten, sijele su. Er macht mir ein Kompliment. On mi daje, bukvalno on mi pravi kompliment. Meni. Er macht mir ein Kompliment. Er hat mir ein Kompliment gemacht. Er hat mir ein Kompliment gemacht. Er wird mir ein Kompliment machen. Er machte mir ein Kompliment. Dakle, opet imamo pravilan glagol machen. Er macht, er hat gemacht, er wird machen, er machte. Er macht. Mein Zimmer ist klein. Evo sada glagol biti. Znači u rečenici, mein Zimmer ist klein und dunkel. Moja soba je mala i mračna. Mein Zimmer ist klein und dunkel gewesen. Je bila, ist gewesen. Moja soba će biti. Mein Zimmer wird klein und dunkel sein. Mein Zimmer war klein und dunkel. Dakle, češće ćemo reći i čuti war nego ist gewesen. Dakle, glagola biti kao je haben. Koristimo preterit kad pričamo u prošlosti, pre nego perfekt. Znači, mein Zimmer ist gewesen, mein Zimmer wird sein und mein Zimmer war. To je glagol biti. Vidimo što imamo dolje. Treiben. Sie treiben viel Sport, znači bave se puno sportom. Sie haben viel Sport getrieben. Sie werden viel Sport treiben. Sie trieben viel Sport. Ovo je karakterističan glagol sa EI. Treiben, leihen, schreiben. Dakle, oni u perfektu prvo imaju IE. Znači, treiben getrieben, schreiben geschrieben, leihen geliehen. Sie haben getrieben, sie werden treiben i u preteritu isto to IE, a nije EI. Sie trieben viel Sport, mnogo su se bavili sportom.
Ich denke oft an meine alten Freunde. Često mislim na svoje stare prijatelje. Ich denke oft an meine alten Freunde. Ich habe oft an meine alten Freunde gedacht. Pazite sad. Denken, gedacht. Keine Probleme. Ich werde oft an meine alten Freunde denken. Mislit ću često na njih. Ich dachte oft an meine alten Freunde. Što tiče ovog glagola denken, kao i sa haben i sa sein, kad govorimo u prošlosti, možda ćemo ga ređe, znači češće čuti u preteritu, znači ich danke, ich dachte, nego ich habe gedacht. Znači mislio sam, ich dachte ćete češće čuti. Dachte. Er spielt mit dem Hund. On se igra sa psom. Er spielt mit dem Hund. Er hat mit dem Hund gespielt. Er wird mit dem Hund spielen. Igrat će se sa psom sutra. Und er spielte mit dem Hund. Če je spielen kao machen, malo pre pravilan. Znači, er spielt, er hat gespielt, er wird spielen, er spielte. Sie hat heute keine Zeit. Dakle, glagol je haben. Sie hat, ona ima, odnosno nema vremena, danas nema vremena, sie hat heute keine Zeit. Sad, naravno, to sam i u uvodu napisala, kad je u pitanju glagol haben, najčešće kada govorimo o glagolu haben u prošlom vremenu, koristit ćemo ga u preteritu. Sie hatte heute keine Zeit, znači ova četvrta ovde rečenica je preterit uvek. Sie hatte heute keine Zeit, ona nije imala vremena. Perfekat, sie hat heute keine Zeit gehabt. Futur, sie wird heute keine Zeit haben. Dakle, nema vremena, sie hat keine Zeit, nije imala vremena, sie hat keine Zeit gehabt. Ili sie hatte keine Zeit, dakle isto se prevode, nije imala vremena i neće imati, sie wird keine Zeit haben. Ona danas neće imati vremena. Dakle, imat ćete vi vremena da u toku ovog klipa već i savladate to mesto glavnog, odnosno pomoćnog glagola u rečenici. Vidite, u perfektu drugo mesto zauzima pomoćni glagol, a poslednje mjesto zauzima glavni glagol. U perfektu je on u participu 2, znači gehabt. U futuru imamo pomoćni glagol werden i infinitiv, haben. I u preteritu imamo, znači svaki glagol ima svoj oblik za preterit. Kao što vidite, preterit i prezent imaju zajedničko to što su prosta glagolska vremena. Dakle, ima samo jedan glagol. U perfektu i u futuru imamo dva, pomoćni i glavni na kraju. Hajde da vidimo sljedeću rečenicu. Ich habe genug Zeit, imam dovoljno vremena, hajmo da vidimo da se podsjetimo što smo rekli za haben. Znači, ich habe imam. Ich habe gehabt, imao sam. Ich habe genug Zeit gehabt, imaću. Ich werde genug Zeit haben. Ich hatte, imao sam. Ich hatte genug Zeit, imao sam dovoljno vremena. Znači češće ćemo reći ich hatte nego ich habe gehabt. Ich bin, evo ga sein, znači ich bin wieder gesund, opet sam zdrav. Perfekt od sein je bin gewesen. Ich bin wieder gesund gewesen, opet sam bio zdrav. Ich werde wieder gesund sein. Opet ću biti zdrav. Ich war wieder gesund. Opet sam bio zdrav. Znači, ich bin, ich war. Kad pričamo bio sam, češće koristimo ich war nego ich bin gewesen. Još jedan sein, samo u množini. Wir sind schon fertig. Već smo spremni. Wir sind. Bili smo spremni. Wir sind schon fertig gewesen. Wir werden schon fertig sein. Bićemo spremni.
Wir waren schon fertig. Bili smo spremni. Wir waren fertig. Još jedan sign. Diese Idee ist gut. Ova ideja je dobra. Da, i moja ideja da ponavljam je dobra. Diese Idee ist gut. Diese Idee ist gut gewesen. Je bila dobra. Diese Idee wird gut sein. I diese Idee war gut. Je bila dobra. Znači, ist gewesen ili war. Ich gehe mit meiner Freundin auf einer Party. Idem sa devojkom na žurku. Gehen. Dakle, rekli smo da je glagol kretanja. Ich bin mit meiner Freundin auf eine Party gegangen. Ich bin gegangen. Ich werde mit meiner Freundin auf eine Party gehen. Ich ging mit meiner Freundin auf eine Party. Also Dativ mit meiner Freundin. Wer schwimmt besser? Ko bolje pliva? Dakle, glagol schwimmen. Koji u suštini možete posmatrati i kao glagol kretanja i kao ne glagol kretanja, mirovanja. Dakle, ako plivate tačke A do tačke B, onda ga možemo menjati sa glagolom sein kao pomoćnim glagolom. Ako plivate po moru, po jezeru, može i sa glagolom haben. Ja sam ovdje sa sein, znači wer ist besser geschwommen? Wer wird besser schwimmen? Ko će bolje plivati? I wer schwamm besser? Dakle, on je nepravilan. Schwimmen, geschwommen i schwamm. Schwimmen, geschwommen, schwamm. Arbeiten. Er arbeitet. On radi in einem großen Krankenhaus u jednoj velikoj bolnici. Er arbeitet in einem, znači das Krankenhaus, in einem großen Krankenhaus. Prošlo vrijeme, perfekat. Er hat in einem großen Krankenhaus gearbeitet. Dakle, pravilan glagol ge i t. Gearbeitet. Radit će. Er wird in einem großen Krankenhaus arbeiten. I radio je, er arbeitete in einem großen Krankenhaus. Dakle, arbeitet, er hat gearbeitet, er wird arbeiten i er arbeitete. Berichten, glagol, izveštavati. Er berichtet über die Lage. On izveštava situaciji. Er berichtet. Er hat über die Lage berichtet. Znači, glagoli koji imaju B, počinju sa B, nemaju G u participu 2. Znači, ovdje isto bukvalan, isti je oblik i treće lice jednine i participa 2. Er hat über die Lage berichtet. Er wird über die Lage berichten. Infinitiv. Und er berichtete über die Lage berichtet. Hat berichtet, wird berichten, berichtet. Glagol treffen. Ich treffe sie im Garten. Srećem se s njom u bašti. Nalazim se s njom u bašti. Ich treffe sie im Garten. Ich habe sie im Garten getroffen. Ich werde sie im Garten treffen. Ich traf sie im Garten. Nepravilan, moramo da učimo oblike. I u prezentu je nepravilan, znači ich treffe, du triffst, er trifft. Ich habe getroffen. Ich werde treffen. Ich traf. Ich traf. Warum riskiert er sein Leben? Zašto on riskira svoj život? Dakle, riskieren. Warum hat er sein Leben riskiert. Kod glagola na iren, studiren, riskieren, nemamo prefiks ge. Znači nema ge studiert, ge riskiert, nego samo sufiks t u perfektu. Dakle, warum hat er sein Leben riskiert?
Warum wird er, zašto će on svoj život riskirati, warum wird er sein Leben riskieren und warum riskiert er sein Leben? Sie hat heute keine Zeit. Dakle, glagol je haben. Sie hat, ona ima, odnosno nema vremena, danas nema vremena, sie hat heute keine Zeit. Sad, naravno, to sam i u uvodu napisala, kad je u pitanju glagol haben, najčešće kada govorimo o glagolu haben u prošlom vremenu, koristit ćemo ga u preteritu. Sie hatte heute keine Zeit, znači ova četvrta ovde rečenica je preterit uvek. Sie hatte heute keine Zeit, ona nije imala vremena. Perfekat, sie hat heute keine Zeit gehabt. Futur, sie wird heute keine Zeit haben. Dakle, nema vremena, sie hat keine Zeit, nije imala vremena, sie hat keine Zeit gehabt. Ili sie hatte keine Zeit, dakle isto se prevode, nije imala vremena i neće imati, sie wird keine Zeit haben. Ona danas neće imati vremena. Dakle, imat ćete vi vremena da u toku ovog klipa već i savladate to mesto glavnog, odnosno pomoćnog glagola u rečenici. Vidite, u perfektu drugo mesto zauzima pomoćni glagol, a poslednje mjesto zauzima glavni glagol, u perfektu je on u participu 2, znači gehabt. U futuru imamo pomoćni glagol werden i infinitiv, haben, i u preteritu imamo, znači svaki glagol ima svoj oblik za preterit. Kao što vidite, preterit i prezent imaju zajedničko to što su prosta glagolska vremena, dakle ima samo jedan glagol. U perfektu i u futuru imamo dva, pomoćni i glavni na kraju. Hajde da vidimo sljedeću rečenicu. Sie teilt ihr Spielzeug mit den anderen Kindern. Ona deli igračku s drugom decom. Sie hat ihr Spielzeug mit den anderen Kindern geteilt. Sie wird ihr Spielzeug mit den anderen Kindern teilen. Und sie teilte ihr Spielzeug. Teilen, podeliti. Der reiche Mann wohnt in einem riesigen Haus. Dakle, on je bogat i živi u jednoj ogromnoj kući. Glagol wohnen. Der reiche Mann hat in einem riesigen Haus gewohnt. Dakle, er hat gewohnt. Riesig, ja, ogroman. Der reiche Mann wird in einem riesigen Haus wohnen. On će živjeti u jednoj velikoj kući. Und er wohnte in einem riesigen Haus. Živeo je. Wir fahren nach Paris. Wir sind nach Paris gefahren. Wir werden nach Paris fahren. Und wir fuhren nach Paris. Znači fahren, sind gefahren, führen. Führen. Sie singt in einem Chor. Znači peva u horu. Sie hat gesungen, znači brate pažnju na singen, gesungen. Sie wird in einem Chor singen, pevaće, i sie sang, pevale. Dakle, sie singt, sie hat gesungen, sie wird singen, sie sang. Erzählen, sljedeći. Sie erzählt von einer Reise, priča o putovanju. Erzählen, sie hat von einer Reise erzählt. Dakle, ne imamo G, prefix kod glagola koji počinju na R. Sie hat von einer Reise erzählt. Sie wird von einer Reise erzählen. Und sie erzählte. Znači, pravilan je. Ich erzählte, du erzähltest, sie erzählt. Sich erinnern, glagol. Sjetite se. Ich erinnere mich an die Schularbeit. Podsjećam se, sjećam se domaćeg zadatka. Ich erinnere mich, podsjećam sebe. Ich habe mich an die Schularbeit erinnert. Dakle, opet, kao ovaj erzählen i ovaj erinnern nemaju gdje.
Ich habe mich an die Schularbeit erinnert. Ich werde mich an die Schularbeit erinnern, setičuse, und ich erinnerte mich an die Schularbeit. Glagol brauchen. Ich brauche Geld. Potreban mi je novac. Ich habe Geld gebraucht. Bio mi je potreban novac. Gebraucht. Ich werde Geld brauchen. Biće mi potreban novac. Ich brauchte Geld. Bio mi je potreban novac. Znači, brauchen, habe, gebraucht, werde brauchen i brauchte. Pravilan glagol. Bestellen, poručiti. Ich bestelle ein Glas Wein. Naručujem čašu vina. Ich habe ein Glas Wein bestellt. Kao berichten. Znači, kad idu na B, kad počinju sa B, nemaju prefiks G. Kao kad počinju sa R, nemaju G. Ich habe ein Glas Wein bestellt. Ich werde ein Glas Wein bestellen. I ich bestellte ein Glas Wein. Poručiti. Er verzeiht sich. Sich verzeihen, oprostiti. Er verzeiht sich diese Dummheit. Oprašta sebi glupost. Er hat sich diese Dummheit verziehen. Ovo je onaj glagol sa ei. Imali smo leihen, schreiben, verzeihen. U perfektu verziehen. Er wird sich die Dummheit verzeihen. Oprostit će si. I er verzieh sich die Dummheit. Znači i u preteritu je ie. I particip 2 ie, a u prezentu ei. Kao što rekao, kao kod schreiben, kao kod leihen itd. Warum widersprichst du dir? Zašto protivurečiš sam sebi? Widersprechen. Warum hast du dir widersprochen? Widersprechen, widersprochen. Warum willst du dir widersprechen? Warum widersprachst du dir? Widersprechen. Ich kaufe meinem Sohn ein Fahrrad. Kupujem sinu bicikli. Kupila sam. Ich habe meinem Sohn ein Fahrrad gekauft. Ich werde meinem Sohn ein Fahrrad kaufen. Ich kaufte meinem Sohn ein Fahrrad. Sad imamo sa modalnim glagolom prvu rečenicu. Znači, ich muss mich daran erinnern. Moram toga da se setim. Ich muss mich daran erinnern. Kad su u pitanju modali, u prošlom vremenu najčešće ih koristim u preteritu. Ich musste mich daran erinnern. Ali, ako ih već stavljamo u perfekat, dakle moramo da znamo, koristimo haben i infinitiv i jednog i drugog, znači i glavnog glagola i modalnog glagola. Ich habe mich daran erinnern müssen. Ich werde mich daran erinnern müssen. Dakle, i u futuru isto. Ich habe mich erinnern müssen. Ich werde mich erinnern müssen. Ich musste mich daran erinnern. Morao sam toga da se setim. Die Kinder ärgern sich nicht. Ne ljute se. Die Kinder haben sich nicht geärgert. Die Kinder werden sich nicht ärgern. I die Kinder ärgerten sich nicht. Znači ärgern, geärgert, ärgerten. Pravilan glagol, ne ljutiti se. Die Treppe führt in den Keller. Stepenice vode u podrum. Führen, glagol. Die Treppe hat in den Keller geführt. Die Treppe wird in den Keller führen. Die Treppe führte in den Keller. Führen. Idemo sljedeću. Sie kommt mit dem Zug. Dolazi vozom. Sie kommt, imali smo već glagol kommen, znamo da ide sa glagolom sein u prošlom, u perfektu, je li tako? Dakle, sie kommt, sie ist mit dem Zug gekommen, došla je vozom.
Sie wird mit dem Zug kommen. Doći će vozom. Sie kam mit dem Zug. Došla je voz. Wann kommst du von der Party zurück? Sad isto imamo kommen, ali nije samo kommen, nego je zurück kommen. Znači, sa prefiksom. Wann bist du von der Party zurückgekommen? Wann wirst du von der Party zurückkommen? Wann kamst du von der Party zurück? Er benimmt sich sehr schlecht. Znači, glagol benehmen, ponašati se. Er benimmt sich schlecht, on se loše ponaša. Benehmen, kao i nehmen, neprirodan glagol. Dakle, er hat sich schlecht benommen. Loše se ponašao. Er wird sich schlecht benehmen. Loše će se ponašati. Er benam sich schlecht. Znači, benehmen, benommen, benam. Kao nehmen, genommen i nam. Ich mache die Fenster zu, ovdje imamo glagol zu machen, zatvoriti. Ich habe die Fenster zu gemacht. Ich werde die Fenster zu machen. Und ich machte die Fenster zu. Dakle, rekli smo glagol sa razdvojenim prefiksima, prefiks se razdvaja u preteritu i u prezentu. U perfektu i u futuru su se ne razdvaja. U futuru ide ceo glagol, a u perfektu se između prefiksa i glagola dodaje g. Du siehst sehr krank aus. Glagol aussehen, izgledati. Du hast sehr krank ausgesehen. Du wirst sehr krank aussehen. Und du sahst sehr krank aus, opet sa razvojnim prefiksom glagol, siehst aus, sahst aus, präsent i perfekt, hast ausgesehen und du wirst aussehen. Evo još jedan model, znači sa können, ich kann nicht mein benehmen erklären, ne mogu da objasnim svoje ponašanje. Nisam mogao, dakle, najčešće ćemo koristiti ovo, ich konnte nicht mein benehmen erklären, ali ako baš hoćemo u perfekat, rekli smo stavljamo haben i dwa glagola u infinitivu. Ich habe nicht mein benehmen erklären können und ich werde nicht mein benehmen erklären können. Evo još jedan model, du musst einen Aufsatz vorbereiten, moraš da pripremiš esej. Du hast Aufsatz vorbereiten müssen. Du wirst einen Aufsatz vorbereiten müssen und musstest, dakle du musstest einen Aufsatz vorbereiten. Morao si da pripremiš. Glagol biti. Ist heute der 1. Dezember. Znači ist, da li je? Da li je juče bio? Ist gestern der 1. Dezember gewesen? Da li će sutra biti? Wird morgen der 1. Dezember sein? I da li je bio? War gestern der 1. Dezember. Znači. Um wie viel Uhr beginnt der Film? Ukoliko sati počinje film, dakle glagol beginnen. Um wie viel Uhr hat der Film begonnen? Um wie viel Uhr wird der Film beginnen? Um wie viel Uhr begann der Film? Dakle, glagol beginnen. Der Film beginnt. Der Film hat begonnen. Der Film wird beginnen. Und der Film begann. Fahren. Wann fährst du nach Hause? Kad ideš kući? Wann bist du nach Hause gefahren?
wann wirst du nach Hause fahren? Und wann fuhrst du? Also fahren, gefahren, fuhr. Um wie viel Uhr schläfst du ein? Glagol einschlafen, uspavati se. Promjena stanja u perfektu ide sa glagolom sein. Um wie viel Uhr bist du eingeschlafen? Um wie viel Uhr wirst du einschlafen? Ukoliko sati ćeš uspavati. Um wie viel Uhr schläfst du ein? Ukoliko sati si se uspavao. Znači, ein schlafen je glagol. Du schläfst ein. Du bist eingeschlafen. Du wirst einschlafen und du schläfst ein. Glagol tun. Ich tue jetzt meine Pflicht. Obavljam svoju dužnost. Glagol tun. U perfektu. Ich habe meine Pflicht getan. Ich werde meine Pflicht tun. Und ich tat meine Pflicht. Tue. Ich habe getan. Ich tat. Ich bestehe meine Prüfung. Dakle, bestehen je glagol koji se koristi kada je uz Prüfung. Dakle, prevodimo ga sa položiti ispit. Ich habe meine Prüfung bestanden. Kao stehen, gestanden. Stehen, gestanden. Bestehen, bestanden. Ich habe meine Prüfung bestanden. Položio sam ispit. Položit ću ispit. Ich werde meine Prüfung bestehen. I ich bestand meine Prüfung. Ja želim da putujem na planinu, znači modalni. Ich will in die Berge fahren. Rekli smo kad hoćemo u prošlo vrijeme, koristit ćemo preterit. Ich wollte in die Berge fahren. Ich will, ich wollte. Perfekat bi bio ich habe in die Berge fahren wollen. I futur, ich werde in die Berge fahren wollen. Još jedan model, dürfen. Ihr dürft nicht streiten, ne smete se svađati. Ihr dürft. Ihr habt nicht streiten dürfen. Ihr werdet nicht streitet. Streiten dürfen und ihr dürftet nicht streiten. Niste se smeli svađati. Ihr dürftet nicht streiten. Dobro. Seine Eltern sprechen in der Küche. Njegovi roditelji pričaju u kuhinji. Znači imamo glagol sprechen. Seine Eltern haben in der Küche gesprochen. Sie haben gesprochen. Sie werden in der Küche sprechen. Pričaće. Und sie sprachen in der Küche. Pričali su. Du sollst dich besser benehmen. Trebalo bi da se bolje ponašaš, znači zolen i benemen. Rekli smo za prošlo vrijeme najbolje koristiti preterit, du solltest dich besser benemen. Perfekat, du hast dich besser benemen sollen. Und du wirst dich besser benemen sollen. Sie ist die beste Lehrerin. Ona je najbolja učiteljica. Sie ist die beste Lehrerin gewesen. Bila je najbolja učiteljica. Sie wird die beste Lehrerin sein. Biće najbolja učiteljica. Und sie war die beste Lehrerin. Diese großen Wagen sind teuer. Ovi veliki auti su skupi. Opet glagol biti. Znači, diese großen Wagen sind teuer gewesen, su bili skupi. Sie werden teuer sein, biće skupi. Und sie waren teuer, bili su skupi. Sie sind gewesen, sie werden sein,
Sie waren. Mein Bruder, raucht viel. Znači, rauchen, pušiti. Pravilan glagol. Dakle, mein Bruder hat viel geraucht. Er wird viel rauchen und er rauchte viel. Znači, rauchen, pušiti. Geraucht i raucht. Opet sprechen, znači sie spricht immer laut, uvek govori kasno, glasno. Sie hat immer laut gesprochen. Sie wird immer laut sprechen und sie sprach immer laut. Sprechen, gesprochen, sprach. Die Kinder wollen etwas zu essen. Sie wollen etwas essen. Sie wollen etwas essen. Die Kinder haben etwas i infinitiv essen wollen. Ne treba nam zu, zato što je ovdje modalni glagol. Die Kinder werden etwas essen wollen. Želeće nešto da jedu. I die Kinder wollten etwas essen. Ich habe im Garten viel zu tun. Imam u bašti mnogo da radim. Ich habe im Garten viel zu tun gehabt. Ich werde im Garten viel zu tun haben. Ich hatte im Garten viel zu tun. Wir lernen Deutsch in der Schule. Wir haben Deutsch in der Schule gelernt. Wir werden Deutsch in der Schule lernen und wir lernten Deutsch in der Schule. Znači lernen, haben gelernt, werden lernen, lernten. Ich habe Hunger gehabt, ich werde Hunger haben, imaću glad, bit ću gladan. Ich hatte Hunger, imao sam glad, bio sam gladan. Das Flugzeug muss sofort landen, mora da sleti. Das Flugzeug hat sofort landen müssen. Das Flugzeug wird sofort landen müssen. Das Flugzeug musste sofort landen. Wem gehören diese Koffer? Pripada ti gehören, kome pripadaju? Wem haben diese Koffer gehört? Kome su pripadali? Wem werden, kome će pripadati, diese Koffer gehören und wem gehörten diese Koffer. Sie fahren um 8 Uhr ab. Abfahren, znači krenuti, poći. Sie sind um 8 abgefahren. Sie werden um 8 abfahren. Und sie fuhren um 8. Ab. Dakle, abfahren, sie fahren ab, sie sind abgefahren, sie werden abfahren, sie fuhren ab. Die Schülerin wiederholt das Gedicht. Glagol wiederholen, ponoviti. Znači, die Schülerin hat, ova učenica je, sie hat das Gedicht wiederholt, sie wird das Gedicht wiederholen, ponovit će je, und sie wiederholte das Gedicht. Hier spricht man nur Deutsch, sprechen. Hier hat man nur Deutsch gesprochen. Ovdje se samo govori o nemački. Hier wird man nur Deutsch sprechen. Ovdje će se samo govoriti nemački. Hier sprach man nur Deutsch, samo se govori o nemački. Ich sehe jemand an der Ecke. Vidim nekog na ćošku. Ich habe jemand an der Ecke gesehen. Ich werde, vidjet ću nekog. Javlja mi se da ću ich werde jemand an der Ecke sehen und ich sah jemand
Ande Eke, video sam nekog na čošku. Sie lernt oft dumme Sachen, često uči glupe stvari, kao i svi mi. Sie hat oft dumme Sachen gelernt. Sie wird oft dumme Sachen lernen. Und sie lernte oft dumme Sachen. Meine neue Wohnung ist, sagen wir bitte, ist ziemlich klein. Meine neue Wohnung ist ziemlich klein gewesen, je bio mali. Meine neue Wohnung wird klein sein, je bitte mali. Meine neue Wohnung war ziemlich klein, je bio mali. Diese Apfel ist für dich, jabuka je za tebe. Diese Apfel ist für dich gewesen, bila je za tebe. Diese Apfel wird für dich sein, bit će za tebe. Diese Apfel war für dich, je bila za tebe. Wir fahren morgen in die Stadt. Sutra idemo u grad. Wir sind in die Stadt gefahren. Wir werden in die Stadt fahren. Wir fuhren in die Stadt. Er ist alt, aber er fährt gut. Er ist alt gewesen, bio je star, aber er ist gut gefahren. Ali je dobro vozio. Isto ide ist. Er wird, on će biti star, er wird alt sein, aber er wird gut fahren. On će dobro voziti. Er war alt, aber er fuhr gut. Bio je star, ali dobro vozio. Fahren, fuhr. Sie stört uns, ona nas uznemirava, stören. Sie hat uns gestört, uznemiravala nas je. Sie wird uns stören, uznemiravat će nas. Sie störte uns, uznemiravala nas. Znači, stören. Ich habe die Lage unter Kontrolle. Imam situaciju pod kontrolom. Ich habe die Lage unter Kontrolle gehabt. Ich werde die Lage unter Kontrolle haben. Und ich hatte die Lage unter Kontrolle. Er ist oft im Büro. Er ist oft im Büro gewesen. Er wird, bit će često u kancelariji, er wird oft im Büro sein. Er war oft im Büro. Ich gebe meine Schlüssel ab. Abgeben, predati. Ich habe meine Schlüssel abgegeben. Ich werde meine Schlüssel abgeben. Und ich gab meine Schlüssel ab. Gab. Geben, gegeben, gab. Abholen. Ići po nekoga. Er holt seinen Bruder ab. Er hat seinen Bruder abgeholt. Abgeholt. Er wird, ići će po brata, seinen Bruder abholen. Er holte seinen Bruder ab. Dakle, abholen. Er holt ab, er hat abgeholt, er wird abholen, er holte ab. Evo opet glagola tun, raditi. Ich tue das. Ich habe das getan. Ich werde das tun. Ich tat das. Dakle, ich tue, ich habe getan, ich werde tun, ich tat. Sagen. Sie sagt mir ihre Adresse. Rekla mi je. Sie hat mir ihre Adresse gesagt. Sie wird mir ihre Adresse sagen. Sie sagte mir ihre Adresse. Znači sagen, hat gesagt, wird sagen, sagt. Sind alle da? Jesu svi tu. Sind alle da gewesen? Jesu svi bili tamo. Werden alle da sein? Hoće svi biti. Waren alle da? Waren alle da? Zašto dolazi sam?
Warum kommt er allein? Warum ist er allein gekommen? Što je došao sam? Warum wird er allein kommen? Zašto će doći sam? Warum kam er allein? Modalni, er kann uns helfen. Može da nam pomogne. Er hat uns helfen können. Er wird uns helfen können. Und er konnte uns helfen. Wie alt sind Sie? Koliko imate godina? Wie alt sind Sie gewesen? Koliko ste imali godina? Wie alt werden Sie sein? Koliko ćete imati? Wie alt waren Sie? Koliko ste imali godina? Wohnst du? Wohnen. Wohnst du in einem alten Haus? Živiš li u staroj kući? Hast du in einem alten Haus gewohnt? Wirst du in einem alten Haus wohnen? Wohntest du in einem alten Haus? Wohnen, hat, gewohnt, wirst, wohnen, wohntest. Anbieten, ponuditi, was biete ich dir an? Was habe ich dir angeboten? Nepravilan. Was werde ich dir anbieten? Šta ću ti ponuditi? Was bot ich dir an? Šta sam ti ponudio? Znači, anbieten, angeboten, bot, an. Anfangen, der Unterricht fängt gleich an. Predavanje odmah počinje. Der Unterricht hat gleich angefangen. Der Unterricht wird gleich anfangen. Ću početi. Der Unterricht fing gleich an. Znači, fangen je nepravilno prezentu. Er fängt an. Er hat angefangen. Er wird anfangen. Er fing an. Sie wohnt am Anfang der Straße. Sie hat am Anfang der Straße gewohnt. Živjela je na početku ulice. Sie wird am Anfang der Straße wohnen. Živeće. Sie wohnte am Anfang der Straße. Bekommen, dobiti. Ich bekomme viele Anrufe auf meinem Handy. Dobijem pozive na telefon. Ich habe viele Anrufe auf meinem Handy bekommen. Znači, bekommen, bekommen. Isti oblik u participu 2. Ich werde viele Anrufe bekommen. Dobit ću. Ich bekam viele Anrufe auf meinem Handy. Znači, ich bekomme, ich habe bekommen, ich werde bekommen, ich bekam. Sie ist im Moment da. Trenutno je ovde. Sie ist da gewesen. Bila je. Sie wird da sein. Biće. Sie war. Bila je. Geben. Gibt es. Da li ima, da li postoji. Gibt es. Hat es eine Antwort gegeben? Wird es eine Antwort geben? Und gab es eine Antwort? I odgovor. Es gibt keine Antwort. Es hat, nema odgovora. Es hat keine Antwort, oder nam fali, gegeben. Es wird keine Antwort geben. Neće biti odgovora. Es gab keine Antwort. Nije bilo odgovora. I eto tu završeno. Nadam se da vam je koristilo, da ste malo razjasnili upotrebu i građenje ovih vremena. Svakako, kao što rekoh, u mojoj knjizi ima 900 rečenica i svih tih 900 rečenica pretvorene u sva ova 4 glagolska vremena. Knjigu kupite na sajtu Gumroad ili mi pišite na email jelenaspel@gmail.com. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Auf Wiedersehen!